Ich habe in Berlin studiert, in Berlin an der damaligen HFBK, jetzt HBK, jetzt heißt sie wieder anders. Und ich habe, weil ich sehr viel Zweifel hatte für das, was ich unbedingt erreichen wollte, ob ich das überhaupt können würde, habe ich also sehr umfassend studiert und habe freie Malerei studiert, Architektur, Zeichnen nach der Natur, Aktzeichnen, Radierungen, Fotografie, Theaterwissenschaft, Kunstgeschichte. Und dann zum Schluss letztendlich dann ganz konzentriert Bühnenbild, Dramaturgie und Kostüm. Ich musste mein Studium mir selber finanzieren. Das heißt, ich musste dafür arbeiten, Geld verdienen, um überhaupt studieren zu können, denn meine Familie wollte das nicht. Und so hatte ich dann durch auch wieder sehr glückliche Umstände die Möglichkeit bekommen, als Tutor an der Technischen Universität, ausgerechnet der Technischen Universität in Berlin, zu arbeiten, zu zeichnen. Und da habe ich nun alles Mögliche gemacht, von Laborarbeiten, grafischen Arbeiten für Veröffentlichung von Doktoranden, die also ihrerseits wieder zum ersten Mal das Feld der Wissenschaften international auch betraten. Das musste nun illustriert werden und grafisch belegt werden. Und dafür war ich verantwortlich und dafür habe ich Geld verdient. Und dann habe ich mir die Zeit, die Wochenzeitung, die Zeit genommen. Und da gibt es immer, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, eine Doppelseite, große Doppelseite, da stehen sämtliche Bühnen in Deutschland drin, standen damals drin, das war Westdeutschland, Schauspiel und Oper. Und da habe ich mir 10 Theater rausgesucht, wo ich noch nie war. Das größte war Hannover, das kleinste war Bremerhaven. Ich komme nach Bremerhaven, Kontakt aufgenommen. Die haben 8 Theater haben geantwortet, sofort geantwortet. Und ich bin dahin gefahren und das kleinste war Bremerhaven. Der griff in meiner Gegenwart zum Telefonhörer, als er meine Arbeiten so sah, sagte: Nein, Sie dürfen nicht am kleinen Haus arbeiten. Sie müssen sofort zum großen Haus. Sprach und rief das Thalia Theater in Hamburg an. Boy Gobert, Peter Striebeck. Das sind Ingrid André, das waren damals die Namen, die dort das Haus trugen und wofür es bekannt war. Naja, und dann habe ich aber Hannover gewählt, die sich auch gemeldet haben. 2 Stunden später hatte ich einen Vertrag in der Tasche, kam ich wieder raus. Da haben sie mich erwischt und haben gesagt, den brauchen wir, den wollen wir haben. Und so bin ich nach Hannover gekommen. Es gab dann in einem Moment, wo ich in der Kirche ganz alleine war. Merkwürdigerweise kein Besucher, kein Techniker, kein Kollege oder wie oder was oder auch von der Kirchenleitung selber, niemand. Ich war ganz alleine und stand unten an den Stufen vor dem Altar. Und es passierte, ich weiß nicht wie, ich kann es heute noch nicht genau dingfest machen, woran das lag. War es eine Wolke, die draußen das Licht irgendwie filtrierte, vor die Sonne ging und dass sich da ein Reflex irgendwo brach und spiegelte. Auf jeden Fall, ich stand vor dem Altar, sah die ganzen Figuren im Goldschimmer, die waren damals auch noch nicht selber angestrahlt, wie es heute der Fall ist. Die hatten keinen Spot. Und plötzlich schien es für einen Bruchteil von Augenblick, als würde das Ganze in Bewegung sein. Als wäre es unterwegs, als würde es im Fluss sein. Sie müssen sich das so vorstellen, als würde das der Hintergrund nach vorne kommen, der Vordergrund nach hinten kommen, von rechts nach links, von links nach rechts. Gesichter wurden groß, wurden klein,
Beiläufiges, was der Verstand in der Realität so gleich einordnet, das ist ein Kostüm, das ist eine Waffe, das ist ein Helm, das ist ein Fuß, das ist eine Hand, ein Arm, ein Gesichtsausdruck, eine Andeutung vom Baum oder was, plötzlich war das alles gar nicht mehr wichtig. Das Wahrnehmen dieser innersten Gedanken und das nach außen zu transportieren und das zu schildern, ich wollte diesen Augenblick festhalten. Wenn man in die Kirche reinkommt, weiß man, aha, wir befinden uns in einem Raum, der zeichengebend und für die sogenannte norddeutsche Backsteingotik ist. Ziegel auf Ziegel auf Ziegel auf Ziegel. Und wenn man da reinkommt, fällt mir sofort Schiller ein. Wilhelm Tell, was Hände bauten, können Hände stürzen. Also man sieht rudimentär, wie das Ganze zusammenfällt. Und wenn man linke Hand geht vom Mittelgang, sind Fotos von der Kirche, wie sie mal ausgesehen hat, Stiche, wie was. Dann die 30er Jahre, 40er Jahre, als sie zerstört war. Und das bestätigt genau diesen kleinen Satz. Was Hände bauten können, Hände stürzen. Was für ein Inferno darüber fliegt. Und plötzlich all das, was man so mühsam vom Grund aus aufgebaut hat, plötzlich in ein Chaos mündet, das seine eigene Faszination hat, natürlich. Und ich war, kurz bevor ich diese Malereien machte, die hinter dem rechten Kirchenschiff in der Apsis dort hängen, hinter dem Altarstein, hinter dem Taufbecken, in der Rundung hängen drei große Aquarelle, zwischen Zeichnung Aquarelle, die diesen Gedanken aufgreifen. Und zwar, ich war in Rom gewesen und habe da im Forum Romanum natürlich jede Menge Ruinen gesehen, hatte aber auch gleichzeitig im Hinterkopf von Piranesi aus dem 18. Jahrhundert die großen Radierungen, wo dann seinerzeit, das war der Aufbruch ja überhaupt, die Antike zu entdecken, neu zu entdecken, Winkelmann, die haben also Zeichnungen gemacht und wie und was. Faszinierende Visionen, auch der Zerstörung, des Vergehens, des Zeitfaktors, wo Dinge plötzlich auseinanderplatzen und ihr Eigenleben haben und völlig neu leben und da auch faszinierend sind. So, das habe ich als Anlass genommen, über diese Tektonik des kleinen Ziegelsteins, den man aneinander setzt, fast wie in der Molekularbiologie, buchstäblich etwas zu schaffen und darüber über Ruinen, über Räume, über Fluchten von Lebensräumen auch nachzudenken und das zu zeigen. Und das ging dann zunächst, bezog sich das tatsächlich auf Säulen, auf große Bögen und Tore und Durchgänge. Dann habe ich das losgelassen und dann habe ich das neu addiert und dann sieht man weiter, man sieht das Ganze ganz und plötzlich wächst das zusammen und integriert sich in einen Horizont hinein, in einen Strom von Leben, an Hochhäusern, Verkehr, der dadurch flutet, das Licht schimmert, man sieht darüber des Verkehrs und man sieht darüber das Panorama des Himmels, der Wolken und sieht buchstäblich über die eigene Zeit hinaus. Das ist das eine Bild. Und dann habe ich noch einen Schritt weiter gemacht, habe ich das alles weggelassen und habe ich nur das gemacht und habe sozusagen eine eigene Landschaft erfunden. Ein sich heben, aufbäumen, auf ein Zukommen und wieder versinken. Einen Rhythmus zu finden, eine Bewegung in sich zu finden. Nichts weiter. Wenn Sie wollen, können Sie Berge sehen, Sie können Seen sehen, Sie können Wasserfälle sehen, die plötzlich hinein irgendwo reinstürzen. Zum Beispiel, das ist die eine Gruppierung, das sind farbige Entwürfe, Aquarelle. Und dann gibt es eine große Zeichnung auch,
Da interessierte mich, ich war in Florenz gewesen, habe eine Ausstellung der Medici gesehen und unter anderem, und das war für mich das Ergreifendste überhaupt, von Michelangelo Marmorblöcke, die nicht fertiggestellt waren. Das heißt, man sieht den Stein, wie er war und wie er versucht hat, den zu behauen, um Zugang zu bekommen, in ihn einzudringen. Und teilweise sieht man einen Teil des Körpers, eines Arms, einer Hand, eines Gesichtes, eines Beins plötzlich herauswachsen und es will heraus und es kann nicht weiter. Wie das aus dem Natürlichen, aus der natürlichen Materie versucht, etwas lebendig zu werden. Was aber schon drin ist, das habe ich versucht mit der Zeichnung festzuhalten. Und man erkennt daraus Strukturen von Zeichnungen, die lassen Assoziationen an Felsen zu, an Natur, an Pflanzen, Bäume, aber auch an Tiere, Löwen, Tiger, Skelette, Skulpturen von Menschen. Alles in dem Felsen, alles in dem Stein. Du musst dich nur konzentrieren und plötzlich ist es da. Und ich habe versucht, das nur zu sehen und dem nachzufolgen, zu zeichnen. Etwas, dieser Fluss, dieses Integriertsein in ein Ganzes, das ist ein Ausdruck, auch wiederum ein Teil, das in dem Altar der Markkirche ist. Tusche fängt da an, wo der Bleistift aufhört. Tusche hat etwas Unkorrigierbares. In dem Moment, wo sie die Hand mit der Feder auf die Pappe, das Papier oder was, aufs Pergament setzen, ist ein Zeichen gesetzt. Das ist nicht mehr wegzumachen. Es sei denn, die zerstören tatsächlich die Oberfläche des Kartons oder des Papiers. Sie verletzen es. Das heißt, Sie müssen mit all dem, auch wo Sie in dem Bruchteil einer Sekunde im Unterbewusstsein gewagt haben, das zu setzen, in Trance quasi, in Balance mit sich selber, das setzen, Sie müssen damit leben. Sie müssen es weiter transportieren. Und Sie können nicht sagen, oh, jetzt habe ich mich vertan, jetzt ein Radiergummi her, jetzt ein scharfes Skalpell oder Messer und weg. Nein, nein, das gehört nicht dahin. Das geht nicht. Sie müssen damit leben. Und Sie müssen diesen eigenen Fehler verwandeln, versuchen zu verwandeln, in einen ganz anderen Kontext zu bringen, der dem Ganzen dient, weswegen Sie überhaupt angetreten sind, das zu machen.